Hallöchen zusammen, es ist einfach schon wieder Weihnachten. Okay, wie ist das passiert? Seid ihr schon ready dafür? Ich weiß nicht, irgendwie ging die Zeit jetzt mega schnell rum. Aber hey, anlässlich des Ganzen lade ich euch ganz herzlich ein in mein wundervolles Weihnachtszimmer. Herzlich willkommen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, denn einige von euch haben mir Fragen geschickt zum Weihnachts-Q&A. Und natürlich habe ich für den passenden Cringe auch ein bisschen meine Weihnachtsmütze hier aufgezogen, ne? Passende Atmosphäre und so. Ihr wisst Bescheid. 2021 war ein krasses Jahr. Es ist viel passiert und ich glaube, das ist vielleicht jetzt mal eine gute Gelegenheit, um das Ganze ein bisschen zu reflektieren, um euch davon ein bisschen zu erzählen. Und ja, steigen wir doch einfach direkt ein. Vielen, vielen Dank an die schon mal, die Fragen eingereicht haben. Legen wir los. Also, The Captain fragt, was hat dich 2021 glücklich gemacht? 2021 war ja auch noch geprägt durch die Corona-Pandemie. Ihr wisst ja alle, man kann es auch nicht mehr hören. Irgendwie hat man das Gefühl, es wird auch nicht viel besser. Deswegen gab es so ein paar Momente für mich persönlich, jetzt unabhängig vom Stream, wo ich gesagt habe, boah, das habe ich jetzt voll genossen und so. Zum Beispiel hat der Sommerurlaub dazu gehört. Ich war 2 Wochen auf Sardinien und das war einfach wirklich richtig schön und das habe ich extrem genossen. Was hat mich auch noch glücklich gemacht? Zeit mit meiner Familie zu verbringen, dass ich die Möglichkeit hatte, Familie zu besuchen und die Eseltour. Die Eseltour war super schön und super lustig und ich hoffe, dass ich das auch 2022 nochmal wiederholen kann. Falls ihr es nicht gesehen habt, dazu gibt es ein Video, ich verlinke euch das mal hier oben. Also ich war mit meinen Eltern Eselwandern und es war einfach eine riesen Gaudi. Also das war wirklich ein sehr lustiger Tag und glücklicher Moment und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, nächstes Jahr vielleicht dann mal eine krassere Tour, vielleicht eine Mehrtagestour und so richtig abenteuerlich. Und diesmal hätte ich auch eine GoPro am Start, das wäre nice. Abgesehen davon, was mich glücklich gemacht hat, natürlich auch jetzt auf Twitch und YouTube bezogen, hat mich glücklich gemacht, dass ich eine tolle Community habe und es auch immer wieder auf verschiedene Art und Weise gemerkt habe. Also wie die Leute mich supportet haben bei Charity-Events, sind die Leute da, wenn ich irgendwie, einmal habe ich auf dem Xbox-Kanal gestreamt gehabt und da sind Leute gewesen und haben eingeschaltet und mich supportet. Wenn ihr meine Videos liked und kommentiert, dann supportet mich das auch und ich bin da immer, ich freue mich immer so, ich antworte ja auch auf fast alles. Also ich liebe eure Kommentare und einfach irgendwie, ja, auch so das Gefühl, so eine Connection, so ein klein wenig zumindest aufzubauen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und dass wir jetzt hier auf YouTube einfach fast 2000 Leute sind, das ist doch echt krass, oder? Das hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht auch. Wie gut bist du durch 2021 gekommen im Vergleich zu 2020? War es besser oder schlechter? Ich glaube, es war wesentlich besser. 2020 war irgendwie nicht so gut für mich persönlich. Kein tolles Jahr. Ich hatte da mental ein bisschen arg zu kämpfen. Da war 2021 doch deutlich leichter. Und also, ja, 2021 war schon ein cooles Jahr. Und ich hoffe, dass 2022 noch normaler und besser wird. Ja. Was hat dich 2021 von den Socken gehauen? Also, ich glaube jetzt, beruflich oder privat gab es kein krasses Event, was mich wirklich jetzt von den Socken gehauen hätte. Eine Krankheit zum Glück auch nicht, höchstens vielleicht die Boosterimpfung, die hat mich von den Socken gehauen. Aber abgesehen davon würde ich sagen, im Februar, da war ich auf der Startseite von Twitch und das hat mich von den Socken gehauen. Ich habe irgendwie so 2, 3 Tage vorher es Bescheid gesagt bekommen und ich bin natürlich komplett aus allen Wolken gefallen. Ich so, what the fuck? Und wusste auch gar nicht, was ich eigentlich machen soll auf der Startseite. Und ja, dann ist es eben so gewesen. Und da hatte man dann mal schon 5.000, 6.000 Viewer. Und das hat mich schon ziemlich von den Socken gehauen, würde ich sagen. Das war sehr cool. Eine klasse Erfahrung. Also wild. Der denkwürdigste Moment 2021. Uff, Frank stellt wieder die deepen Questions hier. Der denkwürdigste Moment, wie ich den ersten Boss in Dark Souls mit nur 5 Toten überlebt habe. Yes! Können wir es mal kurz appreciaten. Das war auf jeden Fall ein sehr denkwürdiger Moment. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, es gibt keinen einen Moment. Ich glaube, es ist immer so eine Mehrzahl von Dingen. Vielleicht war ein denkwürdiger Moment, dass ich die 1000 Abonnenten auf YouTube geschafft habe dieses Jahr. Da habe ich mich natürlich mega drüber gefreut. Ich wollte eigentlich ein Celebration-Video machen, aber war in der Zeit auch wieder ziemlich gestresst und habe das dann nicht geschafft zeitlich. Deswegen ist ja jetzt das Video hier.
Ich glaube, es gab nicht wirklich einen einzelnen Moment. Es gab viele tolle Sachen, die mir Spaß gemacht haben. Zum Beispiel wieder bei Live for Life dabei zu sein. Das war sehr cool. Wir haben auch ein Treffen gemacht, wo wir dann nochmal interviewt wurden und zusammen essen waren. Das war auch sehr schön. Ich glaube, das sind einfach coole Events gewesen, bei denen ich dabei gewesen bin und die mir Spaß gemacht haben. Und genau, ich denke, das waren so ein paar sehr coole Momente, also die Charity-Events, bei denen ich dabei war, die Events mit anderen Streamern generell. Ich liebe es einfach, mit anderen Leuten da zusammen zu zocken und einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Ja, achso, jetzt kommt nochmal die Frage. Frodo hat auch noch gefragt, was war dein Lieblingsmoment 2021 privat, Stream und YouTube-mäßig? Ich glaube, das habe ich jetzt damit auch schon beantwortet. Manchmal überschneiden sich die Fragen so ein bisschen, ich nehme die dann einfach so zusammen. Wann ist die nächste Arti-Party? Fragt der Frödö. Oh Gott, also eigentlich hätte sie heute stattfinden müssen, an dem Tag, an dem ich gerade dieses Video aufnehme. Muss ich aber leider skippen, aber im Januar. Im Januar wird wieder Arti-Party sein. Arti-Party, für die es nicht wissen, ist das Just Dance-Event. Wir haben tatsächlich sogar ein eigen umformuliertes Friday-Then-Variante als Arti-Party-Lied. Deswegen muss sie eigentlich immer freitags sein. Danke an der Stelle nochmal an Tobi. Auf welches Spiel in der näheren Zukunft freust du dich besonders? Fragt KS. Dankeschön für die Frage, KS. Eins, das mir einfallen würde, worauf ich auf jeden Fall Lust hätte, wäre God of War. Da kommt ja die PC-Version am 14. Januar raus. Und da hätte ich schon Bock, das mal hier vielleicht als Let's Play zu zocken. Also ja, sagt mir doch mal gern euer Feedback, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Wäre ich nicht abgeneigt. Bist du kitzlig? Wenn ja, wo? An der Nase. Nein, Spaß. So die typischen Kindlichkeitsstellen. Was ist das für eine Frage? Wer ist dein Lieblingsstreamer/YouTuber? Uff. Da kann ich doch nur falsche Antworten geben, oder? Also ich bin jetzt niemand, der wirklich regelmäßig einen bestimmten Streamer oder YouTuber verfolgt. Ich habe eher befreundete Streamer oder YouTuber, mit denen ich dann mal was zusammen mache oder wo ich mal in den Stream reinschaue oder mal ein Video kommentiere. Das würde ich sagen ist der Fall, aber ich habe jetzt keinen speziellen Lieblingsstreamer oder YouTuber. Okay, dann kommt zweimal die Frage, einmal von Alex und einmal von Frodo, wann denn das nächste Video oder der Stream mit meinem Bruder kommt. Game Night mit meinem Bruder. Es gibt ja eine Menge witziger Koop-Spiele wie It Takes Two. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Das klingt nach einer sehr witzigen Idee. Ich muss es nur irgendwie meinem Bruder verkaufen. Das ist die schwierige Sache daran. Wie verkaufe ich das meinem Bruder? Wir brauchen ein Lockmittel, Leute. Wir brauchen ein Lockmittel. Wenn euch was einfällt, lasst es mich wissen. Vielleicht, wenn es ein gutes Game ist, ein lustiges Koop-Game, ein gutes Game. Oder ich muss ihm sagen, er wird, keine Ahnung, an den Videoeinnahmen beteiligt oder so, ne? Ihr wisst ja, für Geld macht er alles. Freunde, für Geld mache ich alles. Oh Gott, ey. Frodo fragt, wann geht's wieder zum Bogenschießen? Da habe ich tatsächlich ein konkretes Datum, weil ich ja immer, wenn ich zu Hause bei meiner Family zu Besuch bin, da kann ich dann mal Bogenschießen gehen. Und zwar werde ich nach Weihnachten mit meiner Freundin zusammen wieder Bogenschießen gehen. Und da freue ich mich mega drauf. Ich hoffe, es wird nicht so eisig kalt, weil das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Hände so abgefroren sind und du dann da versuchst zu zielen und dann friert die Hand halber ab und dann, das funktioniert nicht so gut. Und nicht, was man sich noch in den Fuß schießt oder so. Genau, und da freue ich mich mega drauf. Bogenschießen, Hype. Woher kommt deine Liebe zu Statistiken? Frank, das ist auch schon wieder eine sehr interessante Frage. Sehr unkonventionell, aber ich mag unkonventionelle Fragen. Und vor allen Dingen ist eher die Frage, warum denkst du, dass ich eine Liebe zu Statistiken habe? Ist das irgendwie offensichtlich oder so? Es klingt, als wäre ich so ein Statistikensuchti oder sowas. Ja, ich liebe Statistiken. Gib mir Statistiken. Ich denke, das kommt einfach durch mein Studium. Ich habe ja ein naturwissenschaftliches Studium absolviert und da arbeitet man ja tagtäglich mit Statistiken. Okay, oh, nie mehr Süßigkeiten oder nie mehr zocken, wenn du dich entscheiden müsstest. Ja, nie mehr Süßigkeiten. Also, holy shit, ich würde nie das Zocken aufgeben. Da würde ich lieber nichts mehr Süßes essen. Aber momentan esse ich gar nicht so viel Süßes. Ihr wisst ja, ich bin sonst immer so die Schnicktante und mag auch alles Mögliche an Süßkram eigentlich. Aber momentan komme ich ganz gut mit sehr wenig bis gar nichts zurecht. Von daher, ganz klare Antwort, nie mehr Süßigkeiten. Don't hate me for this. Welches Tier wärst du gerne? Ich glaube, da würde ich mich ein bisschen so nach den Eigenschaften des Tiers richten.
Vielleicht wäre ich gerne eine Katze. Die sind irgendwie immer so gechillt und können sich immer ausruhen und pennen den ganzen Tag, wenn sie es denn wollen. Ich bin dafür immer viel zu, ja, so ein Hamster im Hamsterrad. Und dann hat man jemanden, der einen die ganze Zeit füttert und streichelt. Okay, ich glaube, ich war eine Katze. Welchen Film oder welche Serie hast du zuletzt geguckt? Okay, Leute, jetzt kommt eine kleine Beichte. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten. Aber ich habe kein Netflix. Nein, ich habe kein Netflix. Das ist tatsächlich so, also jetzt, ich sehe schon damit die Meinung, wie kann sie nur, wer ist diese Frau, D-Abo. Ja, nein, ich habe kein Netflix und eigentlich vermisse ich es ehrlich gesagt auch nicht. Von daher, die letzte Serie, die ich zuletzt geschaut habe, war irgendeine TV-Serie, keine Ahnung, How I Met Your Mother oder sowas im Fernsehen, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Also ist schon ein paar Jährchen her. Und welchen Film habe ich zuletzt geschaut? Oh, ich hätte sau Bock, mal wieder ins Kino zu gehen, by the way. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder ins Kino gehen. Wird es künftig vielleicht mehr Merch von dir geben? Würde ich feiern und mit Stolz tragen. Danke dafür, The Captain. Also, ich bin ja bei Streamer Merch. Der gute Rocky, der macht es und vertreibt den Merch quasi dafür mehrere Streamer. Und da gibt es ja schon verschiedene Sachen, wie zum Beispiel den Pulli hier auch. Und das ist halt von ihm abhängig, was für Merch er da in diesem Shop anbietet. Man könnte vielleicht mal mit ihm reden, ob es was Bestimmtes geben soll. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass du dich dafür interessierst. Danke für die Nachfrage. Also ich bin ja dafür, dass wir Unterhosen einführen in den Merch-Store. Würdet ihr Unterhosen kaufen? Panty-Merch von Artemis? Könnte ein bisschen seltsam sein, aber es ist was Besonderes. Hat vielleicht sonst niemand. Okay, dann fragt der Frank noch. Angenommen, du hättest unbegrenzt Geldmittel zur Verfügung, was wäre das Erste, das du dir gönnen würdest? Wenn ich unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte. Ich würde eine Insel kaufen für meine Community und da würden wir dann alle immer Urlaub machen und würden Community-Treffen machen auf der Insel. Das wäre doch mal richtig cool. So eine eigene Insel für die Community. Easy life. Vorsätze für 2022. Auch von The Captain. Danke für die Frage. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für das Video. Also, ich würde jetzt einfach mal das auf so Thema YouTube und Twitch und so beziehen, weil ich meine, sonst mit den, ja, ich esse keine Süßigkeiten mehr oder ich mache mehr Sport oder ich lese mehr, das fange ich gar nicht erst an, weil wir kennen uns doch alle, oder? Also ich zumindest bin nicht so der Typ, der das dann auch konsequent durchzieht. Deswegen würde ich einfach sagen, für mich 2022 wäre schön, wenn es einfach so weitergeht wie bisher. Ich mache mir nicht mega viel Druck, weil es soll mir einfach Spaß machen, es soll euch Spaß machen. Mir ist es wichtig, guten Content weiterhin abzuliefern, vielleicht einigermaßen regelmäßig, dass ihr Spaß habt und ich Spaß habe bei der ganzen Sache. Und ich glaube, das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, wenn es so bleibt wie bisher, dann bin ich super happy. Ich erwarte da jetzt gar nicht viel mehr. Genau, von daher... Das wäre so das Wichtigste. Das klingt vielleicht voll langweilig eigentlich, ne? Eigentlich klingt das übelst langweilig. Aber keine Ahnung, ich bin halt auch kein Fan davon, sich irgendwelche ewig hohen Ziele zu stecken und zu sagen, oh, 5000 Abonnenten oder, keine Ahnung, 500 Zuschauer auf Twitch. Da bin ich kein Fan von, weil dann setzt man sich nur mega unter Druck und am Ende hilft es ja auch nichts. Also ich bin sowieso ein Day-to-Day ehrgeiziger Mensch und brauche nicht noch irgendwelche Ziele, die mir da noch mehr Druck machen, als ich es eh schon tue. Vielleicht hilft es anderen Menschen, vielleicht hilft es euch, wenn ihr irgendwelche coolen Vorsätze habt, aber bei mir ist es echt so, ich will einfach nur Mental Health und ausgeglichen, möglichst wenig gestresst und dabei noch Spaß bei der Sache. Das ist mir das Wichtigste für 2022. Ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Also wie es jetzt auch schon in den ganzen Fragen gefragt wurde und wie ich es auch schon gesagt habe, ich bin echt so happy, wie es 2021 gelaufen ist. Ich meine, hallo, wir sind hier auf YouTube, fast 2000 Leute und auf Twitch war ich auf der Startzeit im Februar. Ich habe mit coolen Streamern kollaboriert und zusammengezockt und meine Community ist einfach klasse. Ich liebe euch alle, Leute. Ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe nach draußen. Ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest, ein paar wunderschöne Weihnachtstage. Erholt euch gut und kommt gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich frisch und erholt wieder. Bleibt gesund und bis 2022. Vielen Dank für alles. Eure Arti.